Die Kommunisten sind eine große Bedrohung. Unsere Freiheit und Lebensweise stehen auf dem Spiel. Unser Plan, das Herz des Westens anzugreifen, wird aufgeführt. Er muss aufgehalten werden, Mason. Er kennt keine Angst, kein Gewissen, keine Schwäche. In ganz Amerika verfügt Dragovic über Schläferzellen, die auf das Zeichen warten, Nova 6 freizusetzen. Man sagte mir, sie seien der Beste. Überall. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Die werden sie sein müssen. Diese Männer müssen sterben. Mr. Mason? Alpha, wir haben Sichtkontakt zu Rusalka. Verstanden, Yankee 1. Nähern uns. Mason, übernehmen. Formation beibehalten. Wir nähern uns dem Zahlensender. Yeah, jetzt beginnt der Tag der Abrechnung. Scheiße! Stehen unter schwerem Beschuss. Wir müssen die Rusalka angreifen, weil von da aus die Zahlen gesendet werden, oder beziehungsweise die Befehle für das Projekt Nova. Und, ja. Wir dürfen mal wieder Heli fliegen und ihn sogar steuern, was ich gerade ein bisschen verpeilt habe, weswegen ich voll erwischt wurde. Aber es macht ja nichts. Ja, aber wie gesagt, das ist, man merkt schon, das ist das erste Call of Duty, wo die sich mal wirklich Gedanken zu einer tiefgreifenden Story gemacht haben. Was die Umsetzung dann anbelangt, darüber lässt sich streiten, ob das wirklich gut gelungen ist oder nicht, aber hey, es war auf jeden Fall mal was anderes und das ist schon mal nichts Schlechtes, als immer das Übliche. Wir müssen die Landezone sichern. Schon dabei. Okay, gut. Die müssen wir beschützen. Yankee-Team in Position! Los, los, los! Ich baller mal einfach auf alles drauf los, wo Ziele angezeigt wird. Ich kann aber auch nicht höher fliegen, das ist das Problem. Ich kann halt nur... Er fliegt von selbst höher, wenn wir uns ein Objekt nähern, damit wir nicht dagegen knallen. Ach Gott, dann ist es auch noch immer überhitzt. Weaver! Yankee-Team in Position! Alpha, wir leisten Unterstützung. Over. Verstanden. Rücken vor. Yankee 1, mir nach! Los! Bringen Sie uns zur Backbordseite. Rüber nach Backbord! Feuer frei! Okay. Die stürmen nach vorne und... Oh. Das war eine von uns. Ach, toll. Und ich soll sie beschützen, wollte ich eigentlich gerade sagen. Damit knall ich sie selbst ab. Yankee-Team in Position! Alpha, wir leisten. Das ist ja aber das Problem. Manchmal erkennt man einfach nicht, wer Freund und wer Feind ist. Es ist manchmal wirklich unfassbar schwer. Bringen Sie uns zur Backbordseite. Rüber nach Backbord! Feuer frei! Yankee 1, vorrücken! Aber egal. Dann versuche ich mich jetzt ein bisschen von den Typen fernzuhalten und einfach schon mal das nächste, alle ans andere abzuballern, was ich hier so finde. Und wenn die mich brauchen, werden die ja wohl schon rufen. Von daher ist mir das jetzt relativ wurscht, ob ich jetzt weiter vorne bin oder nicht. Aua! Danke für die Hilfe, Alpha! Bitteschön. Ach, da oben ist auch noch welche drin. Ja gut, das ist ja kein Problem. Und die ganze Brücke, wie die so schön fliegen gehen. Toll, ich bewege mich nicht mal und ich treffe mich trotzdem nicht. Zu den unteren Decks. Over. Verstanden, Yankee. Alpha-Team ist direkt hinter Ihnen. Ach, ich habe auch Raketen, sehe ich gerade noch. Ha! Ein Hein! Ausweichmanöver! Wow. Okay, die werde ich jetzt, glaube ich, auch brauchen. Yankee 2, auf den Hein feuern! Na komm, ich hole mal vom Himmel. Wow! Immer weiter! Verstanden! Bald ist es aus! Mason, los zur Landeplattform! Stehen okay. Unter Beschuss! Mich hat's erwischt. Ich kann aber auch nicht mehr steuern. Ich glaube, das macht der von selber, oder? Nee. Aber ich kann kaum noch richtig steuern. Aber das Ding voll im Arsch ist. Raus aus dem Helikopter! Springen! Los, los, los! Puh, ein Glück. Das hätten wir geschafft. Los, Hudson, steh auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Yankee-Team, Lagebericht. Rücken durch Deck 2 vor. Kein Zeichen vom Sender. Er muss hier sein. Er ist hier. Weitersuchen. Okay, den finden wir schon. Ihr müsst nur ein bisschen besser die Augen aufmachen, Leute. Wir haben keine Zeit mehr. Ziel erlebt.
Ich hetze jetzt einfach durch. Mir egal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wahrscheinlich werde ich ja sowieso eher sterben als die anderen. Erledigt. Aber das kennt man ja mittlerweile von mir. Hieß der gerade Zahn Glamour? Das wäre ja lustig. Was denn, Rakete? Okay. Mach ich. Bam. Erwischt. Okay, da oben hätten wir den nächsten. Bumm. Erwischt. Gut, ne? Okay, weiter geht's. Wir sind so nah dran, jetzt nicht schlapp machen. Ah, die geht mir nicht auf den Sack. Ein komischer Zickzacklauf hier. Gott, wo kommen die alle her? Das Schiff kann auch niemals so viel Besatzung haben. Ja, hat mal wieder jemand versucht, mit einer Granate was zu reißen. Aber mittlerweile kenne ich das, Leute. Ich bin zu oft jetzt durch Granaten gestorben, als mich davon jetzt nochmal unterkriegen zu lassen. Ich habe auch gesehen, dass du eine geworfen hast. Zack, kriegst du halt ein Messer dafür. Ziel aus! Hudson, sehen Sie sich das an! Was ist das? Scheiße! Weaver! Wir sind im unteren Deck festgenagelt! Schwingt eure Ärsche hier runter und zwar schnell! Wir sind unterwegs. Wir kommen ja schon. Wo sind die denn? So, die haben wir. Okay. Gott, das ist ein großes Schiff. Erwischt. Puh, okay. Ah, das sieht doch schon mehr nach was aus hier. Ah, da sind unsere Leute. Und da sind die Feinde. Ich wollte jetzt gerade Feinde sagen. PF, Feinde. Aber das kann schon mal passieren. Bei den Kisten! Meine Mann. Ziel ausgeschaltet. Lade nach. Oh, okay. Ich sollte vielleicht nicht ganz ins offene Feld laufen. Feind erledigt. Ich sehe was bei den Kisten. Das wäre, glaube ich, nämlich nicht so von Vorteil. Aber gut. Okay. So, was haben wir denn hier? Ah. Gut, die Feinde sind anscheinend erledigt. Wir sollen es hier sammeln. Dieses Schiff ist mehr als wir dachten! Die Sendestation! Sie liegt unter uns! Scheiße! Scheiße! Dragovic beginnt mit der Übertragung! Kommando, hier Alpha 1. Wir haben die Rosalka als Übertragungsquelle bestätigt. Starten Sie den Luftangriff. Wir verschwinden hier. Nicht jetzt! Wir müssen Dragovic finden. In weniger als 15 Minuten wird die US Navy hier alles in die Luft jagen. Vor 5 Jahren in Baikonur habe ich schon mal nicht den Tod verifiziert. Und die Gehirnwäsche haben Sie sicher hinter sich? Spielt das eine Rolle? Das Schwein muss sterben, ein für alle Mal. Raus hier, Weaver. Wir bringen es zu Ende. Dum, dum, dum. Yay, und da geht's doch direkt weiter, ohne Pause. Hudson, sehen Sie die Bojen? Sie übertragen von der Oberfläche aus. Darum konnten wir die Sendestation nie finden. Das Gebäude unter uns, es ist mehr als nur ein Sender. Es ist eine Versorgungsstation für die russische U-Boot-Flotte. Ein Teil von Dragovichs Invasionsplan, nachdem das Nova 6 eingesetzt wurde. So, tatsächlich, wir haben eine riesige Unterwasserbasis. Und da soll der Sender sein. Sieht auf jeden Fall nach was aus, ne? Als wäre das hier die richtige Spur. Deswegen beeilen wir uns, und um da reinzukommen. Wir werden mal gucken, was uns da so erwartet. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Also das mit dem Boot, das hatte ich noch in Erinnerung. Aber mit der Unterwasserstation, gerade ist mir das gerade eben erst wieder eingefallen, aber gut. Okay. Bewaffnet. Ich würde aber sagen, Leute, damit wir mal wieder Zeit haben, mache ich jetzt hier wieder einen Cliffhanger-Cut und würde sagen, im nächsten Teil geht's dann weiter. Und dann ballern wir uns hier durch die Unterwasserstation und gucken, ob wir den Sender rechtzeitig erreichen. Deswegen war es das erstmal mit Call of Duty Black Ops und bis zum nächsten und wahrscheinlich sogar letzten Teil.
Also bis dann. Achso, das ist einer von uns. Okay. Bis dann. Ciao.